Viertel nach fünf, eigentlich noch mitten in der Nacht für uns, aber wir sind schon voll dabei. Die Komplizen, das Team, alle sind startklar. Wir gehen mal gucken, ob das alles läuft. Mein Ton online, du hörst mich. Test, Test, Test. Und gleich geht's los. Nico, hörst du mich? Test, Test, Test. Alles vorbereitet. Kameras stehen, Carsten ist wach, Kaffee ist fertig. Und im Garten schleicht was rum, das da eigentlich nicht hingehört. Morgen. Das weiß ich nicht, was er jetzt möchte. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche hier Strom. Wieso Strom? Wofür suchen Sie Strom? Für die Baustelle vorne. Für die Baustelle. Ja. Für die Bushaltestelle. Und zwar genau auf seinem Grundstück. Ja, Sie müssen das doch wissen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich sag meinem Chef Bescheid, dass er klingelt. Aber kann ich schon mal die Kabeltrommel schon mal anschließen, ruhig? Lassen Sie ihn erst mal klingeln, weil ich weiß ja gar nicht, wer hier meinen Strom haben möchte. Ich kläre das mal eben. Der klingelt dann. Soll er klingeln, ja? Oder soll ich? Ja. Bei Carsten klingelt's noch nicht. Ist aber auch noch echt früh. Jetzt guck dir das an hier. Ich weiß gar nicht, was wollt ihr hier denn? Was ist das hier? Hallo, morgen. Ich bin etwas verwirrt. Ihr läuft ein Kollege übers Grundstück. Ich wusste gar nicht, woher kommt. Sie sind doch informiert worden. Es gab auch ein Planfeststellungsverfahren, wo das alles geregelt wurde, dass die neue Bushaltestelle hier hinkommt. Ah ja, okay. Das ist mir jetzt neu. Aber wenn das so ist, dann mag das ja sein. Wo soll die hin, die Bushaltestelle? Hier, direkt also noch Richtung Straße vor den Blumentöpfen. Die wird gleich angeliefert. Ich habe das schon mal angezeichnet. Hier kommt eine Bushaltestelle hin? Das ist mir völlig neu. Ja, dann müssen Sie doch informiert worden sein. Nein. Es gibt eine neue Regelung vom Verkehrsbundesamt, dass die Bushaltestellen nicht so dicht am Kreisel mehr sein dürfen. Das heißt, die müssen vom Kreisel weggelegt werden. Das wird aber nur erstmal die Linie 4 sein, die hier zu Ihnen fährt. Wie gesagt, da werde ich nachher mal mit der Samtgemeinde telefonieren. Ja, können Sie gerne tun. Das kann ich auch machen. Ja. Weil mir hat keiner was davon erzählt, dass ich hier vor die Haustür eine Bushaltestelle kriege. Kann mein Kollege noch Strom holen bei Ihnen? Sie wollen jetzt auch noch Strom von mir haben. Ja, da kommt gleich der LKW. Ja, wir mussten jetzt leider schon im Rahmen dieser Fristen heute damit anfangen. Heute wird die Buslinie auch schon das erste Mal verkehren. Und dann geht das los. Richtig, es geht los, denn da ist sie schon. Da kommt schon unsere Bushaltestelle. Die sehen, sieht gar nicht so schlimm aus. Alter Kinder, ihr macht ja morgens hier echt einen Aufriss, muss ich sagen. Kann die abladen, Chef? Ja, abladen. Gut, danke schön. Okay. Zum Glück ist Carsten mit dem Samtgemeindebürgermeister befreundet. Nur doof, dass der heute bei mir im Boot ist. Guten Morgen. Wer ist da? Entschuldigung? Hier ist guten Morgen, hier ist Carsten. Carsten? Welcher Carsten? Flicke, Ansatzkassel 2. Ja, wo du wohnst, weiß ich ja. Was willst du denn so früh schon? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Man stellt mir hier auf dem Grundstück eine Bushaltestelle. Ja, das ist wahrscheinlich diese Geschichte wegen des Schülertransports. Ganz unlogisch erscheint mir das nicht. Schade, dass man dich nicht informiert hat. Nee, also ich habe jetzt hier mal einen ganz entspannten LKW hier vor mir stehen und man stellt mir jetzt hier einen Bus aus. Wer geht denn hier vor die Hütte? Ich bin verwirrt, ehrlich. Okay. Nee, da bin ich aber jetzt raus, ohne Scheiß. Also, ja. Okay, wie gesagt, ich verspreche dir, wenn ich was erreiche, melde ich mich, ja? Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Also ich muss gestehen, aus diesen Kreisstrukturen, da stecke ich noch nicht ganz drin, aber ich arbeite mich da rein. Ja, so. Also. Ich meine, ist auch nicht wirklich ein Problem. Hier wird die Bushaltestelle. Das ist schon ein Problem. Würden Sie den Platz hier sonst anders nutzen, oder was? So sieht's aus. Also, haben Sie auch einen Bushaltestelle raus? Ich meine, Sie tun jetzt, als wenn ich Ihnen irgendwie den Hannoveraner zentralen Omnibusbahnhof irgendwie vor die Tür setze. Ist doch nur dieser kleine, charmante Glaskasten. Und den setzen Sie jetzt dahin. Ja, der kommt da ungefähr hin. Das ist auch nur in der Übergangszeit. Ja? Finale Position. Was ist denn bei Ihnen eine Übergangszeit? Maximal ein Jahr. Ein Jahr? Das muss er Pussy erzählen. Pussy,
Bin ich hier irgendwie anfangen? Ja, sag mal, bist du jetzt noch ganz richtig? Okay. Also, ich weiß da wirklich nicht. Ich weiß das wirklich nicht schon. Den Helm auch. Was habt ihr denn genommen hier? Oh, noch ein Häuschen. Das Toilettenhäuschen ist auch für Sie hier. Weil hier wird Schichtwechsel sein, der Busfahrer. Die lösen sich hier ab. Warum muss hier auch das Dixi-Klo rein? Ich weiß ja nicht, was ihr euch hier morgen reinschmeißt oder sowas, aber was ist der Zettel, ihr solltet mal die Dosis nehmen. Also, was spricht denn nun wirklich konkret dagegen, dass hier jetzt übergangsweise die Bushaltestelle hinkommen? Wo ist denn für Sie das Problem? Dass ich diese Scheiße nicht auf mein Grundstück haben will. Wann kommt denn der Bahnhof an? Ich baue da den auch noch hier hin? Eigentlich eine gute Idee. Hallo Carsten, hier ist Georg. Georg, moin. Moin, du, das stimmt leider. Die müssen noch mal medikamententechnisch noch eingestellt werden. Was ist los? Alter, du kannst mir nicht, die können ja mir nicht so eine Busbitte hier von dir. Ja, schön, die Toilette. Und jetzt kriege ich noch eine Toilette für irgendeinen Busfahrerwechsel. Alter, wo kommt die denn jetzt hin? Du, da kann ich jetzt nichts sagen. Ich bin aber gleich im Amt. Ich versuche das noch mal zu klären. Junge, Alter, jetzt mal ehrlich, die müssen noch mal in Therapie oder so. Was ist los? Das hängt sicherlich mit der dramatischen Situation auf der Bundesstraße zusammen. Da musst du einfach auch ein bisschen Verständnis haben. Ich muss Verständnis haben? Ich habe hier so eine Toilette vor meinem Eingang. Gottfried, tschüss. Dann sollen Sie doch da rüberstellen, bitte. Ich schmeiß die gleich zum Nachbarn. Gehen Sie mal hier ein Stück rüber. Ja, ich sag ja, Sie können da noch ein bisschen Einfluss drauf nehmen jetzt. Du sollst hier vielleicht lieber hin, oder? Gut. Da hinnehmen. Aber doch nicht vor die Tür. Okay. Andere lachen, bis der Arzt kommt. Er lacht, bis der Bus kommt. Das glaubst du nicht. Das ist jetzt keine Verarsche. Da kommt ein Bus. Ich glaube das jetzt hier wirklich. Voll mit Leuten, die man nicht im Vorgarten haben will. Wollen Sie mitfahren? Nee, ich will nicht mitfahren. Alter, was ist hier los? Oh, da bleibt aber nichts erspart hier. Moin, moin. Wir suchen ein Tattoo-Studio. Kann ich Ihnen nicht sagen, also nicht bei uns. Dann gehen wir mal gucken, ne? Gucken, ne? Das ist ja unfassbar. Was ist jetzt los? So, Sportsfrau, nimmst du mal die Dose mit? Alter, nimmst du mal die Dose hier mit? Dose weg, Oma da. Der Busfahrer, der sagt, das ist nicht die Linie, die ich haben muss. Also ich habe da zwar ein Ticket von ihm bekommen. Von mir? Ja. Ich glaube, das ist nicht für mich. Ich glaube, das ist für Sie. Herzlich willkommen bei der Fernsehung von Liebe, verstehen Sie Spaß, Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!